Ich bin Thomas Wissmeier, der Chefarzt und Leiter der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie in der Asklepios Klinik in Lindau. Wir sind hier zur Versorgung der Bevölkerung der Stadt und der Region, vor allem was Unfälle, auch Arbeitsunfälle angeht, aber auch zur orthopädischen Versorgung bei Gelenkproblemen. Ich werde unterstützt in meiner Abteilung von 4 Oberärzten, einer Oberärztin und 3 Oberärzten und insgesamt 9 Assistenten und Assistentinnen. Wir haben als Kernaufgabe die Versorgung der immer älter werdenden Bevölkerung, also sind wir spezialisiert auf die Alterstraumatologie. Gleichzeitig auch die immer älter werdenden Gelenke natürlich der Bevölkerung und somit ist in der Orthopädie unser Hauptaufgabenspektrum die Versorgung mit neuen Hüftgelenken, neuen Kniegelenken, aber auch Schultergelenken und natürlich auch die Versorgung vor solchen Gelenkersatzoperationen. Wir betreuen die Patienten hier in der Asklepios Klinik zusammen mit unseren Mitabteilungen der Anästhesie, der Geriatrie, der inneren Medizin und haben somit ein Gesamtpaket der Versorgung und das oberste Handlungsziel ist die Mobilität der immer älter werdenden Bevölkerung erhalten. Ich möchte Ihnen was erzählen zum Thema die hüftgelenksnahe Fraktur. Bei den älteren Menschen mit Osteoporose und auch anderen Begleiterkrankungen ist eines der Hauptprobleme die Mobilität und der Sturz, der die Mobilität oft plötzlich beendet. Wir hier in der Asklepios Klinik in Lindau haben sehr viel mit Patienten zu tun, die aufgrund eines Sturzes sich eine hüftgelenksnahe Fraktur zugezogen haben. Solche Frakturen, also Knochenbrüche, in der Nähe der Hüfte, also hier im Bereich des Beckenknochens und am Oberschenkel, solche Frakturen immobilisieren den Patienten schlagartig und auf Dauer, wenn man sie nicht entsprechend behandelt. Wir sehen hier am Oberschenkel den Schenkelhals und hier den Übergang zum Schaft. Wenn der Schenkelhals gebrochen ist, sprechen wir von einer Schenkelhalsfraktur. Und die muss man unterscheiden von der hüftgelenksnahen Fraktur, der trochanteren Fraktur am Oberschenkel. Das unterscheidet sich auch in der Behandlung. Wenn wir so eine Fraktur am Oberschenkel haben mit dem Übergang zum Oberschenkelschaft, dann müssen wir die sofort innerhalb von wenigen Stunden wieder stabilisieren, um dem Patienten auf die Beine zu helfen. Er kann danach wieder mobilisiert werden, er kann danach in Reha gehen und wieder seinem gewohnten Leben nachgehen, in den allermeisten Fällen. Wenn wir eine Schenkelhalsfraktur vorliegen haben, so behandeln wir die komplett anders, denn das bedeutet, das Hüftgelenk ist betroffen und das Hüftgelenk muss ersetzt werden. Und da kommt uns unsere Expertise als Endoprothetikzentrum hier in Lindau wieder sehr zu Pass. Wir versorgen den Patienten innerhalb von 24 Stunden mit einer neuen Hüfte, mit einem künstlichen Hüftgelenk. Es wird also eine Pfanne am Beckenknochen eingesetzt und ein Schaft mit entsprechender Versorgung eines Keramikkopfs am Oberschenkel. Und dieses neue Hüftgelenk wird innerhalb von 24 Stunden auf minimalinvasivem Weg hier in Lindau bei allen Patienten, ob sie jetzt mit einer Schenkelhalsfraktur kommen oder eben mit einer Arthrose, so eingesetzt, sodass bei den Patienten minimalinvasiv wenig Muskulatur oder gar keine Muskulatur geschädigt wird und der Patient innerhalb von 24 Stunden auch wieder mobilisierbar ist, sodass letztlich die Mobilität auch des älteren Menschen besser erhalten werden kann. Ich möchte Ihnen was erzählen zum Thema der Hüftarthrose oder auch Coxarthrose genannt. Zunächst einmal, die Arthrose ist eine Erkrankung des Gelenks, des Gelenkknorpels. Der Gelenkknorpel ist erkrankt oder geschädigt, aber meistens erkrankt. Es gibt vielfältige Ursachen für die Arthrose. Das fängt bei den genetischen Ursachen an. Das geht über Unfälle, das geht über Stoffwechselerkrankungen oder Gewicht oder Fehl- oder Minderbelastung, aber
Am Ende bleibt übrig, der Gelenkknorpel ist zerstört und das Gelenk funktioniert nicht mehr, macht Schmerzen, bewegt sich nicht mehr ordentlich. Und an der Hüfte, das ist eine der Hauptgelenkprobleme, die wir als Mensch haben, die Hüftarthrose. An der Hüfte, ich zeige Ihnen das nochmal am Hüftgelenk, das Becken und der Oberschenkel artikulieren hier. Dieses Hüftgelenk ist für uns ein ganz zentrales Gelenk. Es ist für unser Gehen, für unser Stehen wichtig und macht uns Probleme massiv, wenn es nicht mehr funktioniert. Wir sind hier in Lindau dazu aufgerufen, die Patienten zunächst als Spezialisten zu untersuchen. Das ist das Allerwichtigste, zuerst die Untersuchung, auch entsprechende Röntgenaufnahmen zu machen. Nur im absoluten Bedarfsfall, wenn am Schluss etwas noch unklar bleibt, auch eine Kernspintomographie durchzuführen, anfertigen zu lassen, um dann dem Patienten zu beraten, was kann bei dieser Arthrose getan werden. In vielen Fällen kann man tatsächlich mit entsprechenden Maßnahmen physikalischer Medizin, Physiotherapie, Krankengymnastik, Massagen, Schmerztherapie, auch Akupunktur helfen, um tatsächlich das Gelenk noch länger für den Menschen als natürliches Gelenk zu erhalten, zu bewahren. Wenn aber das Gelenk so weit zerstört ist, dass ein Erhalt nicht mehr sinnvoll ist, um die Lebensqualität des Patienten wiederherzustellen, ist ein Gelenkersatz notwendig. Hier in der Asklepios-Klinik in Lindau wird das Hüftgelenk als zementfreie Hüfttotalendoprothese eingesetzt über minimalinvasiven Zugang, was das für mich Wesentliche ist an unserem ganzen Tun. Wir implantieren ein Keramik-Kunststofflager, das den Goldstandard darstellt in der Versorgung der Hüftendoprothetik. Aber wie kommt dieses Gelenk in das Becken? Und da sind wir hier Spezialisten. Schon seit 12 Jahren wird über minimalinvasive Wege der Patient mit einer Hüftprothese versorgt, sodass die Muskulatur maximal geschont wird, der Blutverlust gering ist und die Mobilität unmittelbar nach der Operation in großen Zügen wieder gewährleistet.